Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute dreht sich alles um Shiny Regigigas bzw. einen Trick, wie ihr Shiny Regigigas freischalten könnt. Dazu hat mein Kollege BisaFanTV ein richtig fettes Video gemacht und wie er sagen würde, gebt mal einen Elbow Drop auf den Like-Button, dafür wieder richtig fett. Ich habe das Ganze natürlich bei Facebook gepostet, habe dazu natürlich geschrieben, oh mein Gott, der Trick klappt wirklich heftig. Danke, BisaFanTV. Ohne dich hätte ich jetzt noch kein Shiny Regigigas bekommen. Du bist der beste YouTuber weit und breit. Ich verstehe nicht, wieso du nur 8000 Abos hast. Du hast auf jeden Fall viel mehr verdient. Küsschen, Bussi und noch mehr. Und hier seht ihr also das Video Shiny Regigigas freischalten Trick. Das will ich jetzt mit euch schauen. Das ist so heftig, so genial. Also wenn ihr noch nicht BisaFanTV abonniert habt, macht das unbedingt. Drückt jetzt auf den Abonnieren-Button bei BisaFanTV und checkt das Video aus. Wir gehen hier gleich mal drauf. Ihr seht schon 18 Daumen nach oben, 581 Aufrufe und das Video ist noch nicht so alt. Wir müssen jetzt erstmal hier den Ton lauter machen und nochmal von vorne beginnen. Jetzt zieht euch das rein, das heftigste Video von BisaFanTV. Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder BisaFanTV. In diesem Video geht es um ein sehr wichtiges Thema und zwar werde ich euch zeigen, wie ihr Shiny Regigigas in Pokémon Go freischalten könnt. Es ist ganz wichtig, dass ihr dieses Video bis zum Ende anseht. Gebt auf jeden Fall schon mal einen dicken, fetten Daumen nach oben dafür, dass ihr in diesem Video letzt erfahren werdet, wie Shiny Regigigas freigeschalten werden kann in Pokémon Go, Leute. Das ist ein richtig heftiges Thema. Also gebt dafür auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben, um das hier zu unterstützen. Ihr seht jetzt hier den Regigigas X-Rate, Leute. Oh mein Gott, Leute. Regigigas gerade ja in den X-Rates, aber nur für eine kurze Zeit. Und schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, welches Pokémon wir nachher in den X-Rates bekommen werden. Wenn Regigigas nicht mehr in den X-Rays ist, sind da noch einige mystische Pokémon da? Also auf jeden Fall, schreibt es mal rein. Regigigas ist auf jeden Fall auch ein ziemlich nices Pokémon. Es sieht ziemlich groß aus. Viele denken, es hat irgendwas mit Pflanzen zu tun, aber nein. Es ist weder ein Pflanzen-Pokémon noch ein Boden-Pokémon, sondern einfach mal ein Normal-Pokémon. Obwohl man es wirklich denken könnte, weil er diese Pflanzen da, dieses Grünzeug da an den Füßen hat und auf den Rücken hat. Wir haben hier eine rote Gruppe gemacht, richtig entspannt. Und jetzt geht es darum, wie wir jetzt wirklich das Shiny Regigigas, Leute, bekommen können. Nämlich ist es so, dass wenn Regigigas aus den X-Wild draußen ist, es ja erstmal nicht mehr erhältlich sein wird. Außer natürlich durch die Tauschfunktion. Es ist allgemein auch sehr selten, da es nur für kurze Zeit in den X-Rates ist. Und neue Spieler hätten jetzt keine Chance mehr, es zu bekommen. Außer wie gesagt, durch den Tausch. Also können wir davon ausgehen, dass Regigigas noch einmal zurückkommen wird. Wir wissen noch nicht genau, wann das Regigigas zurückkommen wird. Aber wenn es wieder zurückkommen wird, wird es wieder als Shiny einfach mal zurückkommen. Und ich würde sagen, gebt auf jeden Fall dafür schon mal einen Daumen nach oben, Leute, dass wir Regigigas hier als Shiny dann bekommen können, dass es als Shiny freigeschaltet wird, wenn es dann einfach mal wieder zurückkommen wird. Ich denke nicht, dass es wieder in die Quest kommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es nochmal in die Raids kommt. Vielleicht außerhalb von den X-Rays. Das hatten wir ja auch schon bei Mewtwo gehabt. Das haben wir auch schon bei Deoxys gehabt. Und bei Mewtwo war es ja auch so gewesen, dass wir dann Shiny Mewtwo
einfach mal bekommen haben, Leute. Habt ihr auch einen Shiny Mewtwo da bekommen? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, Leute. Hier haben wir nur das Regigigas. Es sieht doch ziemlich, ziemlich nice aus, Leute. Das war's für heute, Leute. Haut rein. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Und habt ihr vor allem den Trick verstanden? Shiny Regigigas, Pokémon Go, Hashtag Trick, Shiny Regigigas freischalten. Mit diesem Trick 18 Daumen nach oben, 581 Aufrufe. Also, ich muss einmal zurückgehen und muss mich ganz ehrlich fragen: Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Was ver... nochmal hat... Was macht der bitte schön? Ich versteh's nicht. Das ist so ein korrekter Typ eigentlich. Ich feier den so heftig. Aber der bringt mich so zur Weißglut einfach nur. Alter, ich hab's letztens noch erwähnt in dem YouTuber-Bewertungsvideo und gesagt, würdet ihr nicht immer so viel Clickbait betreiben? Würdet ihr nicht immer so viele Fake-Thumbnails reinpacken? Würdet ihr nicht so viel Mist reden, sondern einfach wirklich mal seine Ausbeute da zeigen, seine Meinungen zu bestimmten Events, einfach mal so irgendwas, mal einen Livestream, hat er mal mit Facecam ein paar Videos gemacht, das fand ich so genial, so toll, ich finde, er hat so eine coole Art auch an sich. Aber jedes Mal kommt er zwischendurch mit solchen Videos. Und dann habe ich das genommen, weil ich habe gedacht, wie kann sowas sein und wie reagieren die anderen Leute darauf? Denn er hatte immerhin über 8000 Abonnenten und egal was er hochlädt, er hat immer Aufrufe, immer Likes, immer mehr Likes als Dislikes und die Leute schreiben immer drunter, du bist der Beste und ich feiere dich und mach weiter so. Selbst bei so einem Video schreiben so viele Leute einfach, richtig geiles Video, du bist der Beste, danke für den Trick. Sonst wie, ich denke mir dann, sind das alles Fake-Accounts? Haben die Leute alle kein Gehirn? Keine Ahnung, feiern die ihn einfach nur so extrem, dass es wirklich egal ist, was er macht? Könnte er jetzt 10 Minuten seine Kloschüssel filmen und es hätte 10.000 Aufrufe und 100 Likes? Ist es schon wieder der Penisneid, der durchkommt, dass ich das nicht fassen kann, dass ich so von der Rolle bin? Deshalb habe ich das mal gepostet, ganz bewusst, experimentell, mit einem so übertrieben, sarkastischen Text dazu, das so angepriesen, das so richtig, dass jeder eigentlich irgendwo erkennen müsste vielleicht, dass das nicht ernst gemeint ist auf jeden Fall, dass ich das richtig behindert finde und schwachsinnig, dass ich selber überhaupt nicht glauben kann und die Meinungen gingen so komplett auseinander. Ihr seht, da gibt's nicht mal einen wütenden Smiley. Da gibt's Däumchen hoch, da gibt's Herzchen und es gibt lachende Smileys, aber es gibt keinen einzigen wütenden Smiley über diesen Post, über dieses Video. Und wenn ich ein Video poste, wo ich mich 5 Stunden hinsetze und alles zusammenschneide von einer Raid-Tour oder sonst was, heißt es einfach nur, boah, verpiss dich, mach eine eigene Gruppe auf, du mit deinem dämlichen, inhaltslosen Zeug, was keinen interessiert, niemanden, du bist nichts, du kannst nichts, du vergrab dich einfach. Das verstehe ich nicht, das geht nicht in meine Birne rein, dass sowas aber einfach nur extrem gefeiert wird, meistens, und ich einfach immer komplett tot gehatet werde, gerade in der Facebook-Szene. Alter Digga, eine Bauchfussel, die schmeiße ich jetzt mal dahin. Vielleicht soll ich mir nicht im Bauch rumwühlen während des Videos. Aber wir gucken uns mal die Kommentare an. Der Sullivan Sally hat geschrieben, Gesundheit. Fand ich sogar noch lustig, habe auch gesagt, heftiges Video, ganz klar. Sascha, ja ja, mit so einem Content hat man auch nicht mehr als 8000 Abos verdient. Aber Sascha, Dicker, was ist los mit so einem Content? Bekommt man doch überhaupt erstmal 8000 Abonnenten? Ich habe nicht mal 1000 Abonnenten und habe so viel Content. Und er nimmt irgendwas, sagt hier, Trick, zack, schon wieder 1000 Abos mehr.
Warum mache ich das nicht? Ich verstehe es nicht. Warum habe ich Prinzipien? Warum scheiße ich nicht auf die Prinzipien? Warum sage ich nicht einfach, Justin Bieber ist tot, lade ein Video davon hoch und zeig, wie ich auf der Toilette sitze und sag, Servus. Das war's, ne? Also, und dann kriege ich 1 Million Aufrufe und 1 Million Likes, weil die Leute feiern das dann trotzdem oder was. Aber jeder wird darauf aufmerksam. Ramses, du musst unbedingt was ändern an deiner Taktik. Oder du bleibst du selbst und gehst unter. Aber ich glaube, ich will lieber ich selber bleiben und untergehen. Denn ihr seht auch hier plötzlich Marcel Rambo, Clickbait, sein Vater. Auch richtig genialer Kommentar. Marcel Weber, Junge, was ein Spast. Und ich nochmal, ihr müsst auch bis zum Ende gucken. Das ist doch wichtig, das hat er doch auch gesagt. Ihr müsst das unbedingt bis zum Ende gucken, um dann noch enttäuschter zu sein. Der ADHSler schon wieder, sagt ja der Ernst Zwickel. René Krämer noch direkter, was für eine Scheiße. Aber nochmal was Gutes von mir. Man bemerke die gute Soundqualität dieses Mal. Er wird immer besser zum informativen, hilfreichen Inhalt. Nun auch die passende Präsentation und ein Genuss für die Ohren. Vorbei mit den krächzenden Headset-Zeiten. Das ist natürlich sehr verwirrend, weil das war ja eigentlich ernst gemeint, dass das Soundbild besser war als bei vielen anderen Videos davor. Aber der Rest vom Text war eigentlich auch wieder totaler Dünnschiss. Wie bekommt man jetzt schon Shiny Rigi Gigas? Was labert der Typ da? Es gab so viele, die wirklich gecheckt haben, was für ein Scheiß das war und auch gesagt haben, boah, nicht der wieder hier. Und das sieht man, wie er auch in der Facebook-Gemeinde einfach immer nur zerrissen wird. Aber es wundert mich bei ihm ja wirklich nicht. Trotzdem gibt es einfach viele, die ihn feiern. Junge, der will nur Klicks. Ja, richtig, so ist es. Ein neues Level von Fremdschämen wurde erreicht. Kann den einer kicken? Bam. Das fand ich dann schon richtig böse, weil er hat ja das Video für sich und seine Community gemacht auf YouTube. Er hat es ja nicht in die Gruppe geschmissen. Ich habe das einfach in die Gruppe reingestellt. Er hat das nicht mal gemacht. Und jetzt wollten die ihn kicken wegen so einem doofen Video, was ja eigentlich ungerecht ist, habe ich dann auch geschrieben, er hat doch nichts gemacht, er hat doch schon lange hier nichts mehr gepostet, wäre jetzt ungerecht, ihn zu kicken, weil ich ein Video von ihm da reinstelle. Deswegen werde ich den Post dann auch wieder löschen. Nicht, dass er wirklich gekickt wird oder irgendwas, weil ich ein Video von ihm da reingestellt habe, was behindert ist. Und naja, nach den ganzen Leuten, die wirklich sich auf das Video konzentriert haben und die wirklich gesehen haben, dass ich über diese Person in dem Video spreche, gab es natürlich dann auch die Schattenseite vom Tobias. Da fehlen mir die Worte, denn der Tobias sagt, und mal wieder sieht man die absolute Scheiße, die du produzierst und die Meinung von den meisten Menschen, die es hören, Ramon Hess. Und das ist ein richtiger Spasti in meinen Augen, denn egal, wo ich wie was gepostet habe, jedes Mal kam der an, hat mich verfolgt und zugelabert, hat mich zugetextet, hat einfach nur sinnlos totgehatet. Jedes Mal diese Sachen mit, bastel dir eine eigene Gruppe, mit deiner inhaltslosen Scheiße, das interessiert keinen und ja, keine Ahnung, das ist so richtig alles Dreck und Mist und Kacke. Er redet mir ein, dass wirklich alle Leute mich hassen, alle Leute gegen mich sind, dass ich mir am liebsten einen Strick nehmen soll, soll mir das Leben nehmen. Er sagt, meine Videos sind Mist, meine Videos sind Dreck, meine Videos haben keinen Inhalt. Und jetzt habe ich wieder bewiesen, wie eklig und scheiße und dumm meine Videos sind. Wobei der Spasti natürlich nicht bemerkt, ist mein Eindruck, dass er wahrscheinlich noch kein einziges Video von mir gesehen hat. Sonst würde er doch nicht denken, dass ich BisaFanTV bin. Sonst würde er doch nicht denken, dass das Video von mir ist. Und er müsste doch an dem Text, wenn ich über das Video rede, dass der in dem Video krass ist und sonst was. Warum sollte ich mein Video so anpreisen und darüber reden? Meiner Meinung nach also der Tobias eine richtig hohle Birne. Ich habe dann auch richtig was Dummes geschrieben. Warte mal. Nein, jetzt bin ich hier raus. Jetzt muss ich es nochmal suchen. Moment. So, da ich bin gerade, habe mich verdrückt. Jetzt bin ich rausgegangen. Wir sind nochmal da. Also nochmal und wieder sieht man die absolute Scheiße, die du produzierst und die Meinung von den meisten Menschen, die es hören. Es hat noch nie jemand großartig Schlechtes geredet unter meine Videos. Es gibt Leute, die antworten auf die Fragen
wenn es darum geht, wie viele Raids sie gemacht haben, was ihr bestes Shiny war oder so, wie die Ausbeute war, was sie von den Events halten. Da gibt es etliche Leute, die mit einem interagieren, die auch dann befreundet sein wollen, die einen dann verfolgen, die neue Abos anstellen. Also ich bekomme eigentlich öfters Zuspruch. Der Großteil der Leute ignoriert es einfach, weil es die nicht interessiert. Die sind in Gruppen drin, um Infos zu bekommen, was so abgeht oder um ihre Fänge zu zeigen. Die sind nicht in Gruppen, um sich irgendwelche YouTube-Videos anzugucken. Aber es gibt also auch die Sorte Mensch, wie eben Tobias, die gezielt auf Leute gehen und die schlecht machen und haten und gegen die vorgehen wollen und am liebsten wollen, dass die überall rausfliegen und dass die Kanäle gesperrt werden und dass die aufhören sollen und sagen, ihr seid Dreck, ihr seid nichts, ihr seid Kacke. Nehmt euch das Leben hin und her. Also ich finde solche Art Menschen einfach nur ekliger Abschaum, einfach heftiger Müll. Tobias, du bist einfach Müll in meinen Augen, das muss ich so sagen. Denn wenn es dich nicht interessiert, guck es dir doch einfach nicht an. Du kannst auch einfach deine Meinung schreiben und sagen, hat mich nicht abgeholt, fertig. Aber Videos sinnlos tot zu haten, die du dir selber nicht mal anguckst, einfach gegen jemanden vorzugehen die ganze Zeit, worüber man überhaupt gar keine Ahnung hat, bei einem Video, was ich von einem anderen poste, zu sagen, ja, ich tue nur Scheiße produzieren und meine Videos sind kacke, sieht man jetzt wieder. Und dass alle Leute natürlich sagen, dass meine Videos kacke sind. Dabei haben alle Leute gesagt, dass das Video von BisaFanTV kacke ist und er diesen Unterschied nicht mal sieht und nicht mal hat, dann weiß ich, es ist ein blinder, sinnloser Hater. Und solche Leute sind wirklich einfach das Letzte. Ich finde das so abartig. Deswegen war ich so angepisst und habe auch geschrieben, wieder einmal sieht man, was für ein dummer Spasti du bist, da ich nicht BisaFanTV bin und ich das Video nicht produziert habe. Aber es zeigt sich, dass du wohl wirklich nicht ein einziges Video von mir kennst, wenn du denkst, dass ich das bin und das von mir ist. Richtiger Internet-Rambo eben. Immer große Fresse und schlaue Reden schwingen, aber wirklich keinen blassen Schimmer haben, meine Fresse. Und da steht auch noch mehr, aber ich bin so weit unter die Gürtellinie gegangen, auch bei anderen Kommentaren dann bei ihm. Ich habe mich dann noch behangen, mich hat das so angekotzt, einfach solche Leute, die bringen mich einfach wirklich zur Weißglut. Da weiß ich nicht, ich weiß ganz genau, wenn so jemand irgendwo mich auf der Straße ansprechen würde und würde mich richtig dumm anmachen, ich würde ausrasten komplett, ich würde eskalieren. Dieser nette, süße, kleine Ramses, der in den Videos immer ist und so scheinheilig lächelt und keiner Fliege was zu Leide tut, der ist korrekt, der ist lieb, der ist nett, solange die Leute auch zu ihm korrekt sind. Aber wenn da irgendwelche Spastis ankommen, die wirklich keinen Charakter haben, kein Respekt, keine Ehre, die richtig ekelhaft sind einfach nur, die denken, ah, der kann sich nicht wehren oder der belächelt alles, das ist so ein richtig schönes Mobbingopfer, auf den gehen wir jetzt. Solche Leute hasse ich so extrem, die sich immer versuchen, die kleinen Schwachen rauszusuchen. Ich gebe mich immer als kleiner Schwacher und genau solche Leute stürzen sich dann auf mich und dann bin ich wie ein anderer Mensch, komischerweise, und ich scheiß denen vor die Haustür. Komplett, einfach nur komplett. Die kommen nicht mehr aus der Bude raus, weil ich so komplett davor scheiß. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das ist so wichtig, wenn es Leute gibt, die euch das Leben schwer machen oder die gegen euch sind, die euch sinnlos haten, lasst euch das nicht gefallen, wehrt euch gefälligst, lautstark, wie es auch ist. Die müssen merken, die können es nicht mit euch machen, die sollen nicht die Kontrolle über euch haben, die dürfen nicht über euch stehen, holt ihr auf den Boden der Tatsachen zurück, denn wenn ihr scheiße seid, dann sind die mindestens genauso scheiße, weil keiner ist besser als der andere, wir sind alles nur Menschen und auch so ein richtiger Tobias, der für mich einfach nur Müll ist, ich will nicht besser sein wie er, deswegen lasse ich mich ja auf sein Niveau herab, wie andere sagen würden, lass dich doch nicht auf sein Niveau herab, aber er hat ja kein Niveau. Und dann passe ich mich an. Dann habe ich auch kein Niveau mehr, um ihm zu zeigen, ich kann auch da unten stehen, wo er steht und sagen, du Spasti. Das ist aber meine Meinung. Jetzt klingt es trotzdem wieder kacke, wenn ich sage, ich kann da unten stehen, wo er steht. Das heißt ja, ich würde trotzdem hier oben stehen und er steht hier unten. Er schreit aber von hier unten so eine Wucht, die von oben auf mich raufkommt. Also sehr verwirrend auf jeden Fall alles. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ich werde, wie gesagt, den Post dann auch löschen, aber nicht, weil ich Angst habe, dass ich aus der Spieletrenngruppe rausfliege, sondern dann hätten sie nämlich schon andere Leute viel eher rausschmeißen müssen, die ihre dreckigen Dienste anbieten und irgendwelche Sachen dort
Fangen für andere, die durch die Gegend spoofen und dafür Geld nehmen, um euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es gibt Leute, die sagen, sie fangen euch die Regionalen, nehmen 1000 Euro dafür und sagen, sie sind live vor Ort, spoofen sich dann aber dahin. Und dann gibt's Leute, die spoofen sich dahin und fangen euch das kostenlos und machen euch damit eine Freude, um solchen Leuten das Handwerk zu legen. Aber es gibt immer irgendwelche dummen Idioten, die auf sowas reinfallen, sich das Geld aus der Tasche ziehen lassen, was ich ziemlich traurig finde. Und die machen damit ihr Geschäft, was verboten ist. Brandon Tan wurde damals gesperrt, weil der so Fangservices und alles angeboten hat. Aber solche Spastis bereichern sich gerade auch in der Spieletrendgruppe an irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben, bieten sogar an, sie machen Raids für dich. Oder sie fangen dir, was weiß ich, ein 100er Kaumalat. Oder sie machen halt, fangen dir ein regionales, weil die sind ja überall gleichzeitig auf der Welt. Ich finde es auf jeden Fall richtig abartig, Tobias, also lösch dich, würde ich jetzt sagen, wenn ich ein anderes Internetformat hätte. Der Adi findet es auch kacke, ne? Also dem ist auch schon der Appetit vergangen. Hätte ich jetzt noch ein Bier, würde ich das noch reinexen, müsste ich erst holen. Und ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin eigentlich nicht so, aber wenn wirklich jemand abgrundtief böse und schlecht ist und anderen Leuten wirklich nur eins reinwürgen will, dafür habe ich einfach komplett null Verständnis. Kümmert euch doch um euren eigenen Scheiß. Es muss euch nicht alles gefallen. Lasst die Leute doch aber einfach ihr Ding machen. Wenn mir was nicht gefällt, dann gucke ich es mir halt nicht an. Dann beschäftige ich mich nicht damit. Aber wenn ich merke, derjenige macht das gerne und hat seine Freude dran, okay. Bei Melanie Chaos Lady hat mir auch nicht zugesagt, hat mir auch nicht gefallen in dem Sinne. Trotzdem habe ich gesagt, sie ist mit Leib und Seele dabei. Sie hat verschiedenen Content, sie gibt sich Mühe. Ich wünsche ihr trotzdem viel Glück für die Zukunft. Aber für mich persönlich ist es jetzt nichts, was ich mir jeden Tag angucken wollen würde. Weil ich, ja, es erreicht mich eben nicht so. Trotzdem würde ich nicht drunter schreiben, hör auf mit YouTube, du dumme Sau, lösch deinen Account hier, boah, ab in die Küche, was weiß ich. Das ist doch Schwachsinn. Lass doch die Leute einfach machen, was sie machen möchten und hört auf, behindert zu sein, Tobias. Hör auf damit. Lass das jetzt. Tobias, leg das Messer weg. Guck mal, eine Ente. Warum liegt die eigentlich hier rum? Keine Ahnung. Jetzt ist der Akku gleich leer, noch 4 Minuten. Wieder richtig behindertes Video. Und schuld ist nur Bisafan TV, weil er so ein dummes Scheißvideo macht. Und deshalb von mir jetzt so ein dummes Scheißvideo kommt, wo viele dann wieder sagen, boah, Clickbait vom Ramses, der nutzt das aus, dass der da reinschreibt, Shiny Regi Gigas. Und schreibt jetzt bei sich in den Titel auch Shiny Regi Gigas, weil ich so ein Fuchs bin. Und deswegen, ja, das mache ich, das ist... Das ist genial. Ich nenne das auch einfach Shiny Regigigas. Freigeschalten. Trick. Trick? Fragezeichen, genau. Und dann mache ich im Prinzip das Reaction-Video darauf und verarsche alle Leute, aber sag meine ehrliche Meinung dazu. Aber ich sag nicht, guckt's bis zum Ende, damit ihr das erhaltet, weil ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ich sage einfach nur, YouTube ist behindert, Tobias ist auch behindert, ich bin auch behindert, ich weiß. Seid ihr auch behindert? Schreibt es mal in die Kommentare. Hört auf zu mobben. Lasst die Leute in Ruhe. Wenn ihr irgendwo seht, dass jemand angekackt wird, geht hin, helft ihm aus der Kacke raus, setzt euch immer für die Minderheit ein. Hört auf, weil ihr cool sein wollt, mit dem Strom zu schwimmen und euch an Idioten zu hängen. Haltet lieber zu den Ausgestoßenen und zeigt, dass niemand ausgestoßen wird in der Gesellschaft. Das sind meistens die korrektesten, besten Leute, auf die ihr auch vertrauen könnt. Habe ich auch immer so gemacht. Ich wollte nie zu diesen coolen Assis gehören. Ich wollte immer zu den uncoolen Assis gehören, denn auf die war Verlass. Da hat man zusammengehalten wie eine Familie, die waren auch froh. Und die anderen, die einfach nur oberflächlich sich alle mögen und zusammenhalten, aber hinterrücks über jeden lästern und sich gegenseitig ficken, das muss nicht sein, das will doch keiner haben, das finde ich abartig, das finde ich eklig und der Tobias ist meiner Meinung nach genauso ein Lappen. Deswegen, Grüße gehen nicht raus an Tobias, aber Grüße gehen raus an den Rest der Welt und der kleine Ramses erreicht natürlich wieder mal nichts, weil das Video so lange geht, dass es sich keiner anguckt. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Shiny Regigigas. Nein, euer Ramses.